Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu diesem neuen Video und damit zum Unboxing der Fish Candy Box in der Variante Rubber Jig. Ja, Rubber Jig ist auch so ein kleiner Trend, der hier zu uns rüber geschwappt ist übers große weite Meer. Jig mit Rock, Jig mit Kleid oder Fransenköder kann man dazu sagen. Fransenjig, so werden sie auch manchmal bezeichnet. Ja, kommt natürlich auch, wie so vieles, was wir aus den Staaten und so kriegen, hier auch sehr doll vom Schwarzbarschangeln, was ich so gelesen habe natürlich. Wheatguard ist hier meistens mit dran. Da will ich aber nachher nochmal, wenn ich die ausgepackt habe, nochmal ein paar Worte dazu sagen. Der Johannes Titel hat ein tolles Video drüber gemacht. Verlinke ich euch mal unten in der Videobeschreibung. Und dann würde ich mal sagen, legen wir los, oder? Ein paar waren im Shop noch verfügbar. Solltet da möglichst schnell sein und euch da noch ein Exemplar sichern, wenn ihr das möchtet. 79,99 € kostet die Box. Vielen Dank auch an Fish Candy nochmal, die mir diese Box hier natürlich für ein Video zur Verfügung gestellt haben. Ja, und dann würde ich mal sagen, war es das eigentlich schon? Dann legen wir los, oder? Ich bin schon sehr gespannt. Scharfes Messer und los. Okay, also scharf war das jetzt nicht. Oder das ist besonderer Kleber, das könnte natürlich auch sein. So. Und da haben wir, viele Boxen ein Versprechen, kennen wir schon. Einen kleinen Flyer nochmal. Ein Halstuch von den, für die ersten Serien haben wir ja in jeder eins drin gehabt. Ein, ich sage immer noch Halstuch, es ist ein Halstuch, es ist einfach ein Halstuch. Genau, von Fish Candy. Und dann geht's los. Ich mach mal gleich ein bisschen Platz hier. Ich glaube, wir brauchen den. Wieder diese herrliche Verpackung hier. Ach, ist das nicht schön. So, da geht's schon los. Da haben wir hier von Depps. Ein Hyper Football Jig. Ja, das ist schon die eine Variante, die es von diesen Jig, Jigköpfen, sag ich schon. Ja, ist ja im Grunde ein Jigkopf von diesen Rubber Jigs gibt. Und zwar ist es der Football hier in dem Falle. Den packen wir gleich mal aus. Der hat zum Beispiel den Vorteil. Aua, da war irgendwas ganz schön Spitzes mit bei. Sehr gut. Ach, das ist so festgetackert. Ah, jetzt haben wir es. Jetzt hat er. Nee, doch nicht. Okay, dann schneiden wir ihn einfach auf. Wir schneiden ihn einfach auf. Hupala. Na, sage mal. Jetzt aber. Mensch, also diese Verpackung. Ach, den haben sie damit festgetackert. Warum denn das? So. Genau, da ist er. So, also es ist ja also ein Football. Also von der Form her ein Football und der hat halt den Vorteil, dass er, wenn er am Grund liegt, nicht umfallen kann. Das ist natürlich das Wichtigste und das Elementare an so einem am Grund geführten Jig, den man auch im Freiwasser führen kann, das muss ich nochmal dazu sagen, dass ihr den, dass der nicht umkippt, ne? Und wenn man jetzt halt vorne nur einen runden Kopf dran hätte, dann hat man halt auch oft das Problem, je nachdem wie schwer der Trailer hinten dran ist, dass der einfach umkippen kann. Und dann hat man natürlich bei der Bissverwertung geringere Chancen, Fisch zu haken. Und deswegen ist es natürlich immer elementar wichtig, dass der Haken schön nach oben steht, ne? Und auch um den Köder natürlich schön anzubieten. Ja, schönes Modell hier. Schöne Fransen. Ich kann ja mal gucken, mit der UV-Aktivität haben die Japaner das ja nicht so. Mal schauen, ob der was sagt hier. Ah, doch, aber da sieht man sehr schön die. Oh, ich glitzer schon. Wie unter dem Weihnachtsbaum hier. Sieht man das? Ja. Ja. Schön. So, was haben wir hier nochmal? Genau, eine halbe Unze und Hashtag Nummer 52. Ja, genau. So. Was haben wir noch für Modell? Wir haben von Norris haben wir den Gunter Jig Light 7 Gramm Cola 150 Tenaga Natural. Schauen wir uns euch gleich auch mal an. Alles. Ups, er war abgerissen. Hat der eigentlich einen Wheatguard? Ah, der hat gar keinen Wheatguard, fällt mir gerade auf. Siehst du? Das ist auch interessant. Meistens haben die tatsächlich einen Wheatguard, der hat ja keinen. So, der hat aber einen. Das habe ich schon gesehen. Sieht, oh Gott, wie die gleich alle abstehen, ne? So, genau, steht da noch irgendwas drauf, was wir lesen können? Ne, eher weniger. Das ist das gute Stück. Ja, das ist jetzt ein sehr flacher. Also der ist unten natürlich abgeflacht, sieht man hier. Der ist also auch natürlich dafür da, um ihn am Grund anzubieten, so wie man es jetzt hier sieht. Und wie man hier schon sieht, ist es richtig schön, wie die ganzen
Gummifransen hier abstehen. Oh, Forktief ist er nicht. Glitzern tue ich immer noch von vorher. Ja, der Weedguard habe ich tatsächlich viel drüber gelesen und auch beim Johannes Dietl im Video habe ich gesehen. Da sind nicht alle so ein Fan von. Wenn man, also man hat jetzt die Möglichkeit, man kann sie A rausziehen mit einer Zange, man kann sie auch ein bisschen ausdünnen. Das heißt, dass man eben nur ein paar stehen lässt, um immer noch so ein bisschen die Möglichkeit zum Krautschutz hier zu gewährleisten. Oder man kürzt sie ein bisschen, das kann man auch machen, ne, dass man den, aber der ist jetzt halt nicht wirklich sehr lang, der geht halt eigentlich. Denn die Barsche, die bei uns natürlich beißen, die beißen halt wahrscheinlich nicht so, ohne dass ich es weiß, ich habe es nur so gelesen, nicht ganz so intensiv und so heftig wie die Schwarzbarsche. Und da muss man halt mal gucken, ob dann der Barsch das auch runtergedrückt kriegt, nicht, dass man da halt sehr viele Fehlbisse hat. Ne. Generell sind die diese Skirted Jigs auch für dieses sogenannte Coverangeln, werden die auch eingesetzt. Das habe ich auch bei Fish Candy auf der Seite gelesen nochmal, verlinke ich euch nochmal unten in der Videobeschreibung. Coverangeln oder Coverfishing oder Covern wird es auch nur genannt. Ich weiß nicht, warum das immer alles so eingeenglischt wird hier. Sagt man das so? ist tatsächlich dieses Angeln über Bäumen zum Beispiel. Also wenn ihr sehr viele Bäume, die im Wasser liegen, da verstecken sich ja viele Fische halt drunter und da werfen die tatsächlich so rüber und lassen dann die Hauptschnur und das Vorfach eben rüberhängen und bieten den Köder dann eben so darunter an. Ne? Also und ja, um da halt natürlich eine schöne Sicherheit gegenüber Hängern und so zu gewährleisten, sollte man da natürlich den Weedguard dran lassen. Aber gut, für unsere Angelei muss man halt wissen, wie viel Kraut man fischt bei uns oder unter wie viel Bäumen und dann muss man halt für sich entscheiden, ob man es dran lässt oder nicht. Genau. So, Nummer 2. Schwupps. Was haben wir noch? Da haben wir Shooting Ball Jig. Ganz was Kleines hier und da würde ich auch sagen, der ist auch eine Baseballform hier. Sieht man hier sehr schön. Den packe ich jetzt aber nicht noch aus. Der ist ja auch so eine schöne, helle, kleine, glitzernde Skirts hier dran. Der ist. Hat der noch eine Besonderheit hier? Warum sieht denn das so cool aus da drin? Ah, vielleicht packe ich ihn doch mal aus. Ich packe ihn doch mal aus. Oder ist das nur eine. Nur dass der Haken so ein bisschen. Ach ja, das ist nur, dass der Haken wahrscheinlich gesichert ist hier, ne? Damit sich keiner verletzt. Ja, genau. Ja, genau. Schöner kleiner hier. Auch nichts drauf, was ich lesen kann. So, das war jetzt Nummer 2, Nummer 3. Dann haben wir noch von Reales. Den Small Rubber Jig. 5 Gramm höchstwahrscheinlich. Vite-Share, das ist auch gleich ein Trailer hinten mit dran. Ja, der Trailer ist natürlich auch wichtig, welchen ihr da fischt. Also nicht aus eigener Erfahrung, sondern habe ich alles nur im Internet gelesen und in Videos gesehen. Oft mit Creature Baits oder mit Low- oder No-Action-Shads tatsächlich gefischt. Oder hier halt mit einem kleinen V-Schwanz. Der ist auch richtig geil aus, muss ich ja mal so sagen. Der ist auch UV-aktiv in gewissem Maße. Der ist echt schön. Guckt auch mal, wie schön das aussieht. Das ist geil. Das ist ja echt geil. Ja. Ja, was sollen die eigentlich imitieren? Ja, also in meisten Fällen, wenn jetzt nicht gerade wie hier so ein kleiner fischähnlicher Trailer dran ist, natürlich ein Krebs. Ne? Also der die Scheren dann aufstellt und dann natürlich alles von sich streckt, wenn er im Wasser ist. Das können wir auch gleich mal ausprobieren. Ich habe da mal was vorbereitet, wenn wir die Box mal richtig ausgepackt haben. So machen wir das. Genau. Also auch sehr geil hier. Ein schönes Modell, schöne Farbe. Ist nochmal alles erklärt, aber. Ohne Google-Übersetzer wird das hier nichts, glaube ich. So, was haben wir noch? Wir haben auf jeden Fall von Neuke haben wir hier einen Smoking Swimmer in 3 Inch. Ja, auch ganz cool. Fish Candy Aufkleber, natürlich wieder. Wie sollte es anders sein? Haben wir noch mehr? Ne, haben wir nicht. Reicht. Ach, sind da 3. Na, dann ist ja alles gut. Dann ist ja alles gut. So, wir haben wieder das bekannte Fluorocarbon-Vorfach mit bei, so wie wir es in jeder Box bisher hatten. Wir haben wieder von Evergreen ein paar Snaps mit bei. Die kennen wir auch schon. Snaps kann man nie genug haben. Dann haben wir noch einen. Wir haben noch einen. Das ist ja der fünfte, war? Oder ist das der vierte? Eins, zwei, drei, vier, fünf tatsächlich. 5 Stück haben wir bei. Geil. So, der hat auch wieder einen Weedguard, muss man halt für sich entscheiden. Ach, der ist von Valley Hill. Aha, steht auch oben drauf, hätte man auch lesen können. Devil Jig, Next Stage. Der sieht sehr rund aus. Vielleicht packen wir den doch mal aus. Moment. Ach Gott, das, wie ich die Packung auspacke, da kann man nicht keinen zeigen. Der ist auch noch festgemacht hier. Ist es nicht leicht? Ja, es ist nicht leicht.
Okay, vielleicht packt man doch nicht aus. Das ist schlecht, ey. Also wirklich, wie hat sich denn das ausgedacht hier? Moment. Da mal gleich. Das hat er verloren. So. Ab. So, da ist er. Der hat also eine sehr runde Form hier. Auch gar nicht so auffällige Skirts hier dran. Ein bisschen einfachere. Auch wieder ein sehr strammer Weedguard hier. Also ich glaube, muss ehrlich sagen, also wenn ich die fischen würde, ich würde die alle ein bisschen optimieren. Also optimieren ist jetzt, klingt ja sehr hochtrabend. Ich meine natürlich ein bisschen meinen Bedürfnissen anpassen und meiner maximalen Bissverwertung von 3 Bissen am Tag dann lieber die Chance ein bisschen erhöhen und den ein bisschen kleiner machen. Ja. So, der Lurekeeper hier unten, also der Köderhaken ist hier anders ausgeführt. Bei manchen hat man auch so eine Wulst dran. Jetzt muss ich mal gucken. Achso, der ist aufgezogen. Was haben wir bei dem hier? Der hat auch ein Metalldraht dran und der hat auch einen dran, tatsächlich. Aber es gibt auch welche mit einer Wulst, habe ich auch schon gesehen. So, was haben wir noch? Oha, noch was. Ach, gibt's ja gar nicht. So, wir haben den Crawl, also ein Crawl Setup von Jackall. Auch was mit Krebsen hier gleich. Ein schöner, großer. Packen wir auch aus, oder? Voraktiv. Der Jig auch. Auch wieder ein Weedguard dran. Ziemlich dünner in diesem Fall, ne? Mit nur ganz wenig, also ziemlich genau nur 2 Drähten. Mit ganz wenig, ziemlich genau nur 2 Drähten. Auch sehr schön. Ich ziehe den jetzt mal auf. Hier siehst du, hier sieht man es sehr schön. Hier hat er so eine Wulst dran, ne? Genau. Ich werde mal versuchen, den aufzuziehen, aber das mache ich ohne Kamera. Einfach, weil ich mich nicht traue vor euch allen. Okay, vielleicht mache ich es doch nicht. Nein, wir lassen es. Es wird nichts. Es wird einfach nichts. Würde das Video hier den Videorahmen sprengen. So. Jackall haben wir auch. So, dann haben wir noch von Evergreen den Worm. Da sieht man es sehr schön. Antlion. 3,3 Inch. Ja. Keep clean. Lass das Gewässer sauber. Da ist das gute Stück. Auch sehr geil, ne? Auch eine Form, wie ich sie noch nie so gesehen habe. Kleine Füßchen dran. So eine Art Scheren. Und eine komische Kugel. Da ist wahrscheinlich Luft drin. Ich kann ja mal gucken, vielleicht kriege ich ja davon meinen aufgezogen. Da ist schon einer drauf. Der könnte der passen. Eieiei. Ah, guck mal hier. Das ist auch sehr interessant. Der hat hier noch eine Art, ja, ist gebunden ist es jetzt in dem Fall. Das kann man zu Hause auch mit einem Schrumpfschlauch machen. Man hat ja auch nochmal so eine kleine Sicherung, also nochmal einen kleinen Vorfachstreifen oder Fluorocarbon oder Hartmono, was auch immer das ist. Einfach damit der Köder besser hält. Ne? Das ist auch geil, habe ich noch nie gesehen so. Habt ihr das schon mal gesehen? Krass, oder? So. Jetzt versuche ich mal den hier mal raufzubekommen. Aber das mache ich ohne. Jetzt müsst ihr mal ganz kurz weggucken. Einen Moment. Das ist gar nicht so leicht, weil man muss auch den Weedguard hier irgendwie beiseite kriegen. Vielleicht hat der da einer mal einen Tipp, wie man das am besten macht. Ich glaube, ich fange mal so an. Moment, jetzt gucken wir mal, wie rum am besten. Ist das egal bei dem? Ich glaube, das ist egal. Ne? Der hat keinen oben und keinen unten. Ne? 346 Minuten später. So. Oh Gott, ey. Hoffentlich haut es halbwegs hin. Wehe, ihr lacht. Ich würde mal sagen, der hat eigentlich die falsche Größe dafür. Oder? Nö, könnte passen. Passt. Passt. Sehr, sehr, sehr viel später. So. Also perfekt ist auf jeden Fall was anderes. Aber ich glaube, für das, was wir jetzt gleich noch machen, sollte es eigentlich reichen. Genau. So, Evergreen haben wir auch. So. Und dann haben wir noch von GarageCraft, also von Imakatsu, den GarageCraft Java Shad IS Plus. Also ist auf jeden Fall hier was Low-Action-mäßiges. Man sieht schon, das ist nach hinten einfach nur dünner, sehr weich höchstwahrscheinlich. Lucky, brauchst du nicht bellen.
Und eine coole Farbe irgendwie. Also Farbe kann man fast nicht sagen. Und was sehr natürliches hier mit so ein paar Farbtupfern drin. Ist auch UV-aktiv, wie man es hier sieht. 3,5 Inch und 10 Stück sind drin. Ja, auch geil. So, dann haben wir nochmal drei Bonze. Und dann würde ich mal sagen, machen wir jetzt mal noch was anderes hier. Ich räume das mal kurz weg. Ich habe keine Kosten und Mühen gescheut. Da bin ich. Jetzt geht's los. Ich habe hier eine kleine alte Eisangel. Habe vorne ein Vorfach rangemacht und einen Snap. Auch hochprofessionell angebunden. So, dann wollen wir doch mal sehen, wie das unter Wasser aussieht. Also nicht direkt unter Wasser, sondern in meinem kleinen Aquarium hier. Schwupps. Na, sagen wir mal. So, zumachen brauchen wir nicht. Und los. So, da sieht man sehr schön, wie das klackende Geräusch ganz schön nervt, aber man sieht halt sehr schön, wie die ganzen kleinen Buschel und Haare hier abstehen und das soll die Barschi auf jeden Fall verrückt machen. Dabei sind aber auch Hechte drauf und auch mal ein Zander. Also da kann man auf jeden Fall mit vielen Fischen rechnen. Doch geil aus, oder? Sieht das nicht geil aus? So, und der ist auch sehr schön. Man sieht schon, der kippt kaum um, ne? Immer schön nach oben, Schwanz nach oben, einen schönen Krebs oder ein Fischchen imitieren. So, da gibt es natürlich verschiedene Varianten, wie man die führen kann. Gibt auch welche, die einfach nur schleifen. Gibt natürlich welche, die jiggen. Gibt auch welche, die durchs Freiwasser ziehen. Da gibt es aber auch spezielle Jigs für. Da weiß ich jetzt nicht, welches Modell von denen jetzt dafür am besten geeignet sein könnte. Und nur, dass man mal so eine Vorstellung bekommt. Wollen wir einen anderen auch nochmal ranhängen? Machen wir auch nochmal, oder? Und los. Schwupps. Der sieht echt schön aus, ne? Mit diesen goldenen hier. Das ist echt cool. Das ist echt cool. So, dann haben wir jetzt hier meinen furchtbar schlecht aufgezogenen Evergreen mit drauf. Mal gucken. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Aha, je. Ah, der ist auch noch die Öse andersrum. Das habe ich auch noch nie gesehen. Das ist ja wild. Ist es nicht schön? Ja, es ist nicht schön. Jetzt haben wir es. So, also da mache ich mal lieber den Snap zu, glaube ich, oder? Zack. So, jetzt zu. Mal schauen. Ja. So, der hat jetzt nicht ganz so viel Auftrieb. Vielleicht ist auch der Köder hinten ein bisschen schwer. Bin mir jetzt nicht so sicher, aber ich glaube, hoppala, das könnte auch so funktionieren. Vielleicht ist es auch einer, den man mehr schleift. Muss man dann halt beim Fischen tatsächlich mal ausprobieren. Ist jetzt doch ein bisschen schwierig hier mit dem kleinen Aquarium. Aber man sieht auch, wie hier sich die Buschel schön aufstellen, ne? Ja. So, wollen wir nochmal einen ranmachen ohne Trailer hinten dran? Können wir mal machen. Snap auf. Jig ab. So, das war der, den ich leider nicht befüllen konnte. Okay, also ist jetzt nur mal, sieht natürlich furchtbar blöd aus, weil einfach nichts hinten dran ist. Aber man sieht halt auch hier, wie die Tentakeln da rumeiern. Ja, der ist jetzt nicht ganz so cool. Der macht jetzt auch, was er soll, aber der sieht jetzt natürlich nicht ganz so schön aus. Hat auch einen matten Kopf vorne, ne? Die anderen hatten bisher immer so mehr lackierte Köpfe. Ja, ist auch ganz cool. Aber jetzt kommt nochmal der ganz große. Den versuchen wir auch nochmal. Schwupps. Hat er. Hoppala. Sehr schön. So. Ah, hat sich da was verheddert hier? Oh, Entschuldigung. Einmal gegen die Kamera gehauen. Check. Haben wir vielleicht auch erledigt. So. Die werden ja tatsächlich auch oft geführt, indem man die ganz lange liegen lässt, ne? Und dann schon durch die kleinsten Bewegungen im Wasser werden halt die Skirts hier zum Aufstellen und zum Bewegen
angeregt, sage ich jetzt mal so. Und damit natürlich auch dann der Zielfisch hier, vornehmlich der Barsch natürlich. Also alles so, wie ich es gelesen habe. Ne? Das ist jetzt nichts, wo ich aus eigener Erfahrung sprechen kann. Habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht mitgefischt, muss ich aber unbedingt mal probieren, weil sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Ne? Ja, und sieht man auch schon, wie schön breit das ist. Und das soll natürlich auch meistens einen Krebs imitieren, der halt sich in einer Fluchtposition, sage ich jetzt mal, befindet. So habe ich es auch gelesen. Also, dass der eben alles von sich streckt, um möglichst groß zu wirken. Aber da hat er natürlich nicht mit dem Barsch gerechnet. Da hat er schlechte Chancen. Genau. Also, Creature Bait hinten ran oder einen schönen passenden Low-Action-Shad. Und dann sollte das eigentlich laufen. Ja, geile Sache, oder? So, den lassen wir jetzt mal da drin. Angel oben rauf. Hoppala, fast ein bisschen im Wasser. Ja, und dann würde ich mal sagen, haben wir hier echt eine ganze Menge drin gehabt in der Box. Sieht jetzt leider bei mir auf dem Tisch aus, als wäre ich, hätte ich das irgendwo aus einer Tasche gezogen beim Clown aus dem Laden. Aber das sollte jetzt eigentlich nicht so sein. Aber ich wollte euch mal ein bisschen was zeigen. Und ich hoffe natürlich, dass euch das Video gefallen hat und auch die Box. Könnt euch gerne bestellen. Link liegt unten in der Videobeschreibung. Ansonsten haben wir echt eine Menge cooles Zeug mit bei. 5 Skirted Jigs an der Zahl mit einer Menge Trailern oder Gummifischen oder Creature Baits, wie man es auch immer nennt oder nennen mag. So alles dabei für den Rubber Jig, Skirted Jig, Jig im Rock oder Jig im Kleidangler, wie man es auch immer nennen mag. Genau. Ja, coole Box. Das würde ich mal sagen. War's für heute. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Lemmy.